Willkommen zum Unboxing des FJ Dynamics AT2. Starten wir mit dem größeren Karton. Hier sehen wir ein Metallteil, das zur Befestigung des GPS-Empfängers dient. Der Empfänger wird mit Hilfe einer Schraube auf diese Platte montiert. Falls die Internetverbindung schwach ist, kann diese Antenne für den Empfang von Funk RTK verwendet werden. In unserem Fall ist die Netzabdeckung jedoch ausreichend, sodass wir darauf verzichten können. Der Lenkwinkelsensor ermöglicht die Ermittlung des Lenkeinschlags mit Hilfe eines Gyrosensors. Hier ist der Lenkradmotor zusammen mit dem beigefügten Lenkrad. Dieser wird direkt an die Lenksäule montiert. Das Terminal dient zur Steuerung und Einstellung des gesamten Systems. Mit Hilfe der im Set enthaltenen RAM-Mounthalterungen kann es bequem in der Traktorkabine angebracht werden. Nun zu den Kabelsätzen. Hier haben wir das Stromversorgungskabel, das direkt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen wird. Ein Hauptschalter ermöglicht es, das System vom Strom zu trennen. Der nächste Kabelbaum verbindet den Lenkwinkelsensor mit dem Bedienterminal. Die beiden anderen Anschlüsse sind für die Grundfunktion des Lenksystems nicht notwendig. Das Antennenkabel wird verwendet, um den GPS-Empfänger auf dem Kabinendach anzuschließen. Besonders wichtig ist dieser Kabelbaum, der das Stromversorgungskabel, den GPS-Empfänger und den Lenkradmotor mit dem Bedienterminal verbindet. Der fünfte Anschluss des Kabelbaums wird nicht benötigt. Im zweiten Karton finden Sie die Accessoires, die für die Montage der Hauptelemente benötigt werden. Hier sind die Keilhülsen, die je nach Fahrzeugtyp benötigt werden, um den Lenkradmotor an der Lenkwelle zu befestigen. Die Lenkmotorhalterungen ermöglichen die Befestigung des Lenkradmotors an der Lenksäule. In dem nächsten Karton befindet sich die Easy Control Fernbedienung. Mit dieser Fernbedienung können verschiedenste Funktionen angesteuert werden. Und im letzten Karton finden Sie eine WLAN-Kamera, die an einer beliebigen Stelle montiert werden kann. In den kommenden Videos werden wir den schrittweisen Aufbau dieses Systems zeigen. Bis bald!